Ja, das auch schon, wenn es Auch wenn es trudelt. trudelt. Wenn es trudelt, sind wir schon Okay. online. Ja, dann würde ich vorschlagen, ich begrüße euch mal. Hallöchen! Wir sind heute wieder zusammengekommen, um zu backen. Und wie versprochen beim letzten Mal, als wir aus Mainz gesendet haben, habe ich ja gesagt, wir backen eine Erdbeerrolle. Voilà! Heute ist es soweit. Ich habe wie immer jemanden an meiner Seite, Hallo, hier ist der Tim. der sich gerne jetzt auch vorstellen darf. Tim. Was soll ich noch erzählen? Mein Name kennt ihr ja schon. Also Tim hier von wem? WW Team Tim. Ja, ich bin genauso wie die Michaela auch WW Coach, allerdings an einem anderen Standort in Mainz und Wiesbaden. Und da kennt ihr mich möglicherweise schon aus den Workshops vor Ort, vielleicht aber auch aus den virtuellen Workshops. Oder ihr habt beim letzten Mal schon zu Schuh gesaut. Gott, echt, können wir nochmal von vorne anfangen, bitte? Nee. Zugeschaut, als Michaela und ich zusammen gebacken haben. Michaela hat mich zum Experten in Sachen Biskuit ausgebildet und wir wollen einfach weiter backen, weil Backen so viel Spaß macht. Also haben wir uns gesagt, komm, schlechte Laune, wir gehen backen, sorgen für gute Laune und freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Und ich sehe, es sind sogar schon welche dabei. Tanja hat schon Huhu geschrieben und Ingrid hat auch zugewunken. Hallo. Jawohl, die Ingrid hat gestern ordentlich nämlich bei mir im Sportkurs Punkte gesammelt, ja, Punkte aufgebaut und die werden jetzt heute wieder abgebaut. Insofern cool, dass du mit dabei bist, Ingrid. Perfekt. Und ich würde vorschlagen, wir sind ja nicht nur zum Schwätzen hier, sondern auch zum Backen. Wir starten. Und essen dürfen wir ja auch. Ich freue mich. Wie starten wir? Also, Ja. wir beginnen mit, ich nehme an, dem Boden. Genau, und ich habe ja ganz groß Werbung gemacht, dass das Rezept, was ich euch heute mitbringe, total gelingsicher ist. Und toi, 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 ich hoffe, dass es heute auch der Fall ist. Wir starten mal ganz einfach mit dem Eiertrend. Und weil das in Mainz mit Tim schon so gut geklappt hat, darf er das direkt wieder tun. Ich trenne wieder die Eier, ne? Sorge Genau. für die ordentliche Trennung von Gelb und Weiß. Für euch zur Info, ihr könnt jederzeit das Chatfeld nutzen, also das Kommentarfeld, um uns hier unten Nachrichten zu senden. Die sehen wir hier aufpoppen. Ich habe auch direkt hier nochmal so zur Seite die Möglichkeit, euch direkt Antworten zu liefern oder besser gesagt natürlich auch sofort im Text. Falls ihr irgendwelche Fragen zum Rezept habt, zu unserem Vorgehen oder irgendwas nicht mitbekommt, weil wir zu schnell sind oder uns verquatscht haben, immer gerne einfach ins Kommentarfeld schreiben. So, also wir trennen jetzt Genau. die Eier. Eiklar, Eigelb. Eiklar? Ja, klar. Eiklar. Wissen wir doch. Entschuldigung. Das dauert jetzt ein bisschen. Wieso sind wir so hart? Ich habe so ein bisschen Angst. So, die Tischkante Ich nicht. glaube auch. Zack, das geht besser. Eiklar. Ups. So. Also, ich habe gelernt, dass beim Biskuitboden sollte man tunlichst vermeiden, Gelb und Weiß zu mischen. Also, es sollte nicht kaputt gehen. So rum ist richtig, Genau, ne? perfekt. Ja. Eins. So, ihr zählt mit. Wichtig ist auch, dass die Schüssel total fettfrei ist. Wenn die nicht fettfrei ist, dann gehen die Eier einfach auch nicht so schön auf. Und beim letzten Mal, da war ja unser Missgeschick, dass wir leider keinen Ton hatten und mussten nochmal neu starten. Deswegen, gleich erkläre ich es euch heute nochmal. Ich habe Habt ihr Ton? Das wäre eine ganz wichtige Frage. Könnt ihr uns mal schreiben, ob ihr uns seht und hört? Sonst haben wir hier Spaß ohne euch. Wäre schade. Das hat mir noch keiner gemeckert. Hat noch keiner gemeckert? Nein, dann scheint es ganz gut zu funktionieren. Yes. So. Genau, die Eier, das Gelbe, der Eidotter, der ist nur so schön gelb, wenn die Hühner entweder im Sommer draußen Gras und ja, verschiedene Mineralien zu sich nehmen oder wenn sie gefärbt werden. Und deswegen sind Eidotter im Winter auch nicht so dunkel wie im Sommer. Das wollte ich einfach nochmal so als unnützes Wissen mit euch teilen. Das lernt man aber nicht im WW-Basisseminar. Woher weißt du das, Michaela? Ja. Habt ihr Hühner im Garten? Nee. Kommt ab und an mal eins vorbei. Das sicherlich vom Nachbarn, aber ansonsten, ja, keine Ahnung, wo ich das aufgeschnappt habe. Du Ich meinst aber weiß nicht die nicht. Nachbarin, oder? Nein. So, also, genug von Hühnern. Sorry. Ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit in der Ja, Küche, aber bitte. echt. Ja, hier Genau. wird das Backen ist eine ernste Profession. Das kann nicht jeder. Da darf man nicht einfach nur hier irgendwie so. Oh. So, beim letzten Mal. Jetzt passiert's. Ja, Jetzt habe ich ein bisschen macht Geld mit nichts. rein. Bring mal raus. Kriegen wir hin? Und zwar nimmst du jetzt die Eischale und fischst das gerade noch mal so ein bisschen raus. Und das funktioniert wirklich nur mit der Eischale. Nicht wackeln. Genau. Guck. Sehr gut.
Während Tim jetzt versucht, das Ei klar zu retten, gebe ich euch gerade mal das Rezept mit. Und das ist ganz easy, denn ihr braucht lediglich 6 Eier, 6 Esslöffel Zucker oder Erythrit, das entscheidet ihr, und 7 Esslöffel Mehl. Ihr braucht noch nicht mal eine Waage, das finde ich das Schöne an diesem Rezept. Und ich habe das auch schon vorbereitet. Hier haben wir unsere Süße und unser Mehl. Das ist prima. Also, was ich cool finde ich daran, ganz ehrlich, ich musste gerade, ja, ich habe hier so kindlichen Spaß, gönn ihn mir. Du, es ist gut. Ich fand, was ich ganz cool finde, ist tatsächlich nach dieser Methode, wenn man hier nach Esslöffeln und nach Zählen, das funktioniert auch mit Kindern, ohne tippen, ohne irgendwelche Zahlen zu können, finde ich, funktioniert auch wunderbar. Genau. So, jetzt haben wir hier, perfekt, nur das Eiklar drin und das schlagt ihr jetzt kurz an. So eine Minute, einmal in die Küchenmaschine. Es wird jetzt ein bisschen lauter. Yum. So, mal gucken, kommt da schon was? Hier, also, wir hören schon. Christian schreibt, beides läuft. Ton und Kamera. Super. Sehr gut. Also, perfekt. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wart ihr beim letzten Mal auch schon mit dabei? Habt ihr die Geburtstagstorte von BG schon ausprobiert? Schreibt mal hier ins Kommentarfeld, ob es euch geschmeckt hat und ob die bei euch vielleicht noch schöner geworden ist. Michaela, sorgt mal wieder hier für deinen Tisch. Was passiert da? Da sind die Kommentare auf deiner Seite und das sind die auf meiner Seite. Und du hast mehr Kommentare auf deiner Seite als ich auf meiner Seite? Das ist nicht fair, Leute. Hier, wenn ihr jetzt auf Michaelas Seite seid, geht auf meine Seite und hinterlasst ganz, ganz viele Kommentare. Alles gut. Also, ich bin der Michaela schon fertig. Ich schalte mal einen Gang runter und lasse jetzt den Zucker langsam einrieseln. Ja, macht sie super. Diesmal darf ich das nicht machen, komisch. Letztes Mal durfte ich noch. Frau macht sauber und Mann. Oh, jetzt ist der Kommentar schon wieder weg. Irgendwas Böses bestimmt. So, wir hören uns. Geht euch. Ja, wunderbar. Perfekt, genau. Also Ute, ihr macht das am besten so, wenn ihr jetzt gerade nicht die Zutaten habt oder vielleicht auch nicht die Zeit, um fertig zu backen, schaut euch jetzt an, wie es funktioniert und macht es später nach. Oder aber, ihr könnt das Video jederzeit bei uns auf unseren Webseiten auflösen. Worüber freust du dich gerade? Ute ist weg, ja. Ja, hallo Ute. Du kannst du jetzt da bestimmt bei uns noch was lernen. Wobei, voll Respekt dazu. Ich gucke lieber bei meinen Kommentaren hier. So, mein Finger ist selbst kommentiert, wobei. So, Tücken der Technik. Also, was haben wir als nächstes? Die Eigelb. Jetzt ein Eigelb nach dem anderen, aber guck mal, die haben sich schon vermählt, die Eigelb. Oh, ja. Einmal getrennt. Wollten sie nicht mehr getrennt sein. So. Genau. Ganz, ganz langsam nacheinander ran. Oh, das schaum ich. Ist nicht ganz so laut. Oh. Genau, Christine schreibt, Frau macht sauber, Mann macht Chaos. Das ist wie im wahren Leben. Vielleicht hat sie auch ein bisschen recht. Aber das liegt an den Chromosomen. Ich glaube, das ist alles angeboren. Weil die anerzogen wollen. Gut. Okay. Oh, das ist das schaurige, lecker Kind. Das könnte man jetzt auch so essen, glaube ich, oder? Meinst du, das schmeckt? So, und wenn wir gleich so weit sind, habe ich hier schon die 7 Esslöffel Mehl. Und auch hier nochmal ein Tipp. Ich siebe grundsätzlich mein Mehl, bevor es dann in die Eimasse kommt.
Sollte da doch mal ein Klümpchen oder so drin sein, ist es einfach lockerer und nochmal gefüllt. Das sieht aus, ich könnte mich reinsetzen, ehrlich. Ja, 7 Eier drin. Nee, das ist überhaupt nicht schlimm, wenn du bei Tim auf der Seite warst. Wir sind ein Team, das passt schon. Hauptsache, ja. Ihr seid dabei. Alles gut. Also, wir sind nicht gegen, sondern wir sind miteinander. Insofern, ihr könnt ja mal gucken, was die Kommentare auf der anderen Seite so hergeben und was hier so her passiert. Finde ich ganz spannenden Ansatz. Wir haben es heute zum ersten Mal geschafft, dass nicht nur Kamera und Ton läuft, sondern auch noch auf 2 verschiedenen Kanälen. Also es ist echt, was wir hier so alles reißen. Wir werden immer besser. Wir werden immer besser, ja. Mhm. Mein Angebot steht übrigens immer noch. Ihr könnt uns buchen. Ja, genau. Klickt jetzt hier unten und wir kommen live zu euch nach Hause. In die Küche oder ins Betriebsrestaurant oder in die Kantine und sorgen für gute Laune. Und leckere Erdbeerrolle. Ja, ich würde sagen, so langsam kannst du auch gerne das Mehl dazugeben. Und hier auch portionsweise. Löffelweise. Genau. Um euch das Rezept gerade nochmal mitzuteilen, das waren 6 Eier, 6 Esslöffel Zucker und 7 Esslöffel Mehl. Ich habe 7 Eier gezählt, aber nee, da steht 6. Mhm. Da alles gut. Ich habe kurz verzählt. Und während Tim jetzt das Mehl noch in die Eimasse gibt, habe ich schon mal unser Backblech vorbereitet. Ihr wisst ja, normalerweise packe ich meine Rolle ganz gerne auf der Backmatte von Tupper, aber heute nicht, denn der Teig ist ausgelegt für eine größere Portion. Und ich habe das Backblech ein klein wenig eingesprüht mit Trennfett und habe dann einfach mein Backpapier draufgelegt und jetzt kommt da gleich der Teig drauf. Backpulver hast du da schon direkt mit reingemischt? Kommt kein Backpulver rein. Natürlich brauchen wir gar kein Backpulver. Ist ja schließlich Biskuit. Ne? Hätte, wie heißt deine Band? Hätte die Tanja? Hätte die das gesagt, Michaela? Mhm. Die Bäckerin und so. Tanja hat übrigens gestern, habe ich gesehen, bei Facebook auch eine schöne Torte gebacken, auch eine Rolle. Ich bin gespannt, ob unsere nur annähernd so schön wird wie ihre. Spitze. Ja, wir hauen ein bisschen was mit Kreativ. Da ist noch ein Löffel. Ah, okay. Ja, mit mir muss man manchmal ein bisschen Geduld haben. So, also, Teig ist fertig. Genau. Mein Teigschaber. Ja, das sieht gut aus. Dann kannst du auf den Knopf drücken und das ist genau über dir. Ja, das will man nicht. Kam bekommt schon Hunger. Ich würde fast sagen, Kam, wenn es nicht ganz so weit wäre nach Hallgarten, du dürftest sehr gerne vorbeikommen, ein Stück mit uns essen. Genau. Gut. Darf man nicht ablecken? Machen wir nicht, wir sind ja im Fernsehen, ne? Denk an die Smartphones. Ja klar, das ist immer ganz fies, ne? So, wir haben ja hier genau stückweise. Können wir ja nicht einfach hier so noch zwischendurch Löffelchen. Mhm. Und wir haben uns was Besonderes überlegt, weil wir backen nicht einfach nur eine Rolle. Das wäre uns ja viel zu langweilig. Erdbeerrolle. Was machen wir, Tim? Wir machen eine total abgefahrene, musterige Erdbeerrolle. Und zwar, jetzt kommt da. Was für ein Dekor wählen wir? Ich würde fast sagen, das darfst du gerne entscheiden, weil ich wollte dich das machen lassen. Ah ja, gut, okay. Also, wir mischen jetzt einen Teil des Biskuitbodens mit Kakao und nutzen die Farbe, um lustige Motive zu kreieren. Coole Dessins. So, die gibt es heute auch bei uns. Ne? Und wir gucken mal, was so draus wird. Habt ihr eine Idee, was würdet ihr euch wünschen? Schreibt es doch mal einfach ins Kommentar, aber ganz schnell, weil in 2 Minuten
dann wird hier Muster gemacht. Also ich nehme jetzt hiervon und dann mache ich da Kakao rein. Genau, den habe ich ja schon. Ich habe auch so einen entölten Kakao, also es ist wirklich ein staubtrockener Backkakao, der gerade jetzt für Teig sich sehr gut auch eignet. So, wie viele Löffelchen nehme ich denn mal? 3, 4? Ja. Und falls ihr die Woche mein Video schon gesehen habt mit den Mini-Pfannkuchen, da wurde ich auch gefragt, was hast du denn da für einen lustigen Stift? Das ist der hier. Da füllen wir jetzt gleich den braunen Teig rein und dann kann Tim, wenn er möchte, auch gerne was schreiben oder einfach sein Muster der Wahl in den Teig malen. Ja, oder was ihr hier schreibt. Ja, ich bin gespannt. Ich bekomme auch gerade Hunger. Mhm. So, Zebra-Muster. Zebra. Ansage. So. Ich nehme da so einen, ja, ich habe noch Löffel. Alles gut. Ich nehme mal 2 Teelöffel Kakao, rühre das rein. Oh, geil, es gibt die Sauerei hier. So hört sich das. So, Zebra. Wie sah so ein Zebra doch gleich aus? Tja, gute Frage. Das war dieses weiße, so, ne? Ja, das war dieses weiße Tier mit diesen Streifen drauf. Mhm. Mhm. Oder das schwarze Tier mit den weißen Streifen. Nee, ich glaube, die Grundfarbe ist weiß. Meinst du? Ich hab Zebra hier in freier Wildbahn, naja, was heißt freier Wildbahn, im Nationalpark gesehen. Jetzt im Frühjahr war ich in Südafrika gewesen, im Edo Elephant Park. Also für alle, die schon mal in Südafrika waren, die kennen 100% den Edo Elephant Park in freier Wildbahn. Alle Tiere sehen und streicheln, abfotografieren, füttern. Nein, Quatsch, alles nicht erlaubt. Aber man kommt relativ nah ran. Und die Zebras, die kamen tatsächlich auch zu uns nah ran. Guck mal, auf Instagram habe ich sehr lustige Bilder von den Zebras, weil die sind echt sehr, so wie wir zwei, ne, die kuscheln auch ganz gerne miteinander. Total schön zu sehen, sehr, sehr soziale Tierchen. So, und deswegen habe ich so noch eine ungefähre Erinnerung davon, dass das die mit den Streifen gewesen sind. Ist das von der Farbe her dunkel genug oder muss man ein bisschen mehr Kakao rein? Was denkst du? Kannst du noch ein bisschen reinmachen, wenn du magst. Machen wir noch ein bisschen rein. Machen wir rein. Unterhalten uns noch so ein bisschen. Viel hilft viel. So, also du warst letzte Woche im Zoo. Ja. Hast deswegen ja auch bei unserem WB Weekend Live Talk Frank den Platz überlassen. Was hast du im Zoo gesehen? Ah, ja, viele Tiere. Lass mich kurz überlegen. Da waren auf jeden Fall Zebras. Wir hatten Ziegen, es war doch, das eine oder andere war leider wegen Corona auch gesperrt, aber ein Löwe, ein Tiger. Tigermuster könnte man auch machen. Aber wir haben uns ja schon für Zebra entschieden. Ja, ja, da du das malst, Tim, ist mir das total egal. Ich weiß auch gar nicht, ob man ganz ehrlich, also ob ihr später den Unterschied erkennen werdet zwischen Zebra und Tiger. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht machen wir eine Hälfte Zebra und eine andere Hälfte Tiger. So. Okay. Soll ich es dir einfüllen? Oh ja, füll es mir mal ein. Bitte. Komm. Du kannst das Ding ja schon. So. Animal Print ist so quasi, ne? Der Trend dahinter. So. Und Leopard könnte man auch. Giraffe wäre vielleicht noch eine Idee. Wobei Giraffe und Kuh könnte man die voneinander unterscheiden. Muss man vielleicht dann später beim Erdbeerrollen trapieren, muss man vielleicht irgendwie noch. Weiß ich nicht. Wie heißen die Hörner bei der Giraffe? So. Ah. Das ist ein sehr spannendes Gerät. Sag bloß, das ist von Tupper. Mhm. Ah ja. Bestellt jetzt hier unten einfach. Den kannst du gar nicht bestellen. Den gibt es leider nicht. Ach, das ist ein Geheim. Das ist so wie bei James Bond. Ne? So. Genau. Wow. Aber mir fällt gerade ein, also für den Fall, dass ihr das Video vom letzten Mal mit der 50-jährigen WW-Geburtstagstorte nicht zu, ja, als abendfüllenden Spielfilm genießen wollt, das hat ja ein bisschen gedauert, könnt ihr das Ganze auch in einem ganz, ja, fixen Zusammenschnitt auf meiner Instagram-Seite finden. Und zwar ist es da, glaube ich, auf unter 10 Minuten schaffen wir die WW-Geburtstagstorte. Also Wahnsinn. Die Best-Offs, ja, die Outtakes habe ich leider raus. Also das, was wir alles gesammelt haben, habe ich rausgeschnitten. Für den Fall, dass irgendwelche Firmen oder so. Oder der Chef von WW. Die Chefin. Hallo Mindy. Hallo Oprah. Wir backen. We bake cake. We make cake. Just so. So. Jetzt aber. Das ist Strawberry Roll. So. Also, jetzt. Wo muss ich hin? Genau. Jetzt kannst du mit Druck praktisch schreiben. Weil ich kann nicht unter Druck. Probier mal.
Schreiben. Also wir starten mal in der Mitte mit einem schönen WW, würde ich sagen. Und dann malen wir ein bisschen Zebra drum. Was denn? Mach. Was hast du? Ich habe das Gefühl, das wird nichts. Aber wir gucken mal. Wo muss ich denn hier? Nicht, dass mir das gleich wieder kommt. Nee, das kann eigentlich nicht. Ich guck mal, ob es da schon neue Kommentare gibt. Ja. Schreibt als Bäcker, ich würde ein paar Streifen ziehen mit dem Dunklen und dann mit dem Messer durchziehen. Ah, Wellen lese ich hier. Ilona sagt, Webi schreiben, okay. Das versuche ich gerade, Ilona. Das ist aber nicht so einfach. Der Kakao ist zu, das ist... Siehste, es geht nicht so gut, wie man sich das vorstellen würde. Ich glaube, es ist sehr dünn da vorne, kann das sein? Ja, ist nicht schlimm, warte mal, das retten wir. Hast du einen Spritbeutel? Du meinst das jetzt einfach? Ich gebe noch ein bisschen mehr. So. Ich glaube, ich habe ein bisschen... Wie wird das was? Mach du mal vielleicht Streifen, ich guck mal nach dem das Weg. Das ist zu dünn. Ah. Wie gut, dass wir uns schöne Deko überlegt haben. Läuft prima. Ist das überhaupt noch? Da muss noch ein bisschen mehr rein. Vielleicht sollten wir einfach Streifen draus machen. In der Hoffnung ist noch... Ich mach, jetzt habe ich WV, das geht ja nicht. Ihr seht auch, das ist eine schöne Beschäftigung. Falls das Wetter in den Ferien mal nicht so schön wird, könnt ihr das sehr gerne auch mit euren Kindern... Ja, oder Ehemännern. ...kreativ ausleben. So, das ist tatsächlich eine Challenge. Ich glaube, hier ist wahrscheinlich der Kakao ist zu fest geworden. Mhm. Ich hätte vielleicht doch einen Löffel weniger. Ach, jetzt machst du das Baby unten drunter. Ich habe es schnell gerettet. Ist doch nicht so schlimm. Ja. Guck mal, sieht doch schön aus. Wie rollen wir die eigentlich? Rollen wir die so oder rollen wir die so? So, von der längsten Seite nach oben. Wir wollen doch viele Stücke. So, also 2W haben wir schon mal. Du kannst jetzt noch ein paar. Ich glaube, so wird das nichts. So, ich darf mal probieren. Okay, also ich würde sagen, ich verteile mal das Weiße ganz mutig jetzt einfach auf dem Backblech. Keine Geduld mit mir. Ansonsten ist es später einfach frei erfunden, eine Marmor-Erdbeer- Biskuitrolle. Ja, würde ich auch sagen. Man könnte jetzt auch so leicht ein Pünktchen eigentlich reinmachen, ne? Oder irgendwelche anderen Scherze mitverbacken. Smarties, Schokotrops, funktioniert das? Im Biskuitboden? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Ich glaube nicht. Das Schöne ist, wenn sie optisch gleich, wenn sie aus dem Backofen kommt, auf der einen Seite mit dem Braun nicht schön aussieht, dann werden wir einfach diese Seite einrollen und dann sieht man auch gar nicht mehr, was wir da getan haben. So ist sie. Ja, also ein netter Versuch, aber ich gucke mal, ob das was wird. Aber das ist eine gute Idee. Man könnte ein bisschen kreativ sich mal austoben. Profis. Also, nächster Schritt. Kommt damit in den Backofen. Genau. Und jetzt, wir machen die Creme. Genau. Und dann kommt's, das ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr die gleich im Backofen habt, bitte nicht braun backen. Sonst lässt sie sich nämlich nicht mehr aufrollen und dann bricht sie. Also ganz wichtig, die darf nur goldgelb sein. So, jetzt kommt wieder. Ein bisschen schön machen. Perfekt. Gut. Ja, hast du ja gemacht. Dann kann sie rein. Linde mit. So. Linde mit. Ja. Noch. Perfekt. So. Wunderbar. Die Zeit. Brauchen wir die Zeit? Wir gucken einfach mal wieder drauf. Ne? Aber mal so ich ungefähr. Ich mache gerade raus so ein bisschen rüber, weil ich garantiere, da sind schon wieder neue. Genau. Ah, Andreas ist auch da. Hi, Andreas. Hallo, Andi. So. Als nächstes. Jetzt kommt natürlich die Füllung. Soll ich da hinten die Schüssel holen? Ja, genau. Dann brauchen wir die neue Schüssel. Und was wir natürlich auch brauchen, ist die Rama Creme Fine. Die steht im Kühlschrank.
Jonas schreibt gerade, wir sind Fitnessprofis. Ja, Logo. So, wie viel Rahmen brauchen wir? Ich glaube, wir machen mal einen und ansonsten können wir gerne nochmal nachmachen. Aber ich würde sagen, ein reicht vollkommen aus. Du hast jetzt die Variante mit der 19% Fettstufe gewählt. Wir kriegen gar kein Geld von Rahmen, ne? Nee, echt nicht. Kein Sponsoring. Also müssen wir gar nicht viel drüber reden. 19% Fett, wir sparen Punkte. Genau. Super Sache. Läuft. Läuft. Also, das da rein. Genau. Schlimm. Ich kann kein Behältnis öffnen, keinen Korken abmachen, ohne Fum zu sagen. Okay, habt ihr auch so Spleens? Gott, wie peinlich. Jedes Mal, wenn ich eine Flasche aufmache, Fum. Ich freue mich so. So. Theoretisch brauchen wir auch bei Ramacremefin keinen Sahnestein. Für den Fall, dass ihr eine Sahnealternative gewählt habt, wäre Sahne steif auch noch möglich. Machen wir es rein oder sparen wir uns? Wir essen sie ja auch dann heute recht zügig. Sie ist ja für den Direktverzehr. Ich denke, da kriegen wir das ganz gut hin. Genau. Dann vorbereitet habe ich noch Puderzucker. Wir können es ganz kurz anschlagen. Warte mal, ich mache mal gerade. Jetzt kannst du mich reinsetzen. Und wir hatten ja angekündigt in der Einkaufsliste, dass ihr Eierlikör besorgen sollt. Und genau das machen wir. Wir verfeiern nämlich unsere Erdbeertorte mit etwas Eierlikör. Wir verfeiern oder verfeiern? Wir verfeiern beides. Und was sagen, Eierlikör verfeiern kann ich auch. Ah, wärst du so lieb, willst du einen Kühlschrank holen? Super. So, auch wir haben leider keine Aktien bei diesem Unternehmen. Eierlikör gibt es von verschiedenen Marken. Der hier ist bestimmt gut. Ja, also ein bisschen hier. Also wir schreiben auf den Hashtag runter und hier, genau. Falls der Porten zuschaut. Super! Super! Uns kann man auch in die Käufung erwerben oder so. Wir können ganz viel. Reicht jetzt. So, aber nur zum Backen. So, genau. Dann kannst du den Puderzucker schon reinpacken. Und dann lassen wir das Ganze noch schön aufschlagen. Wie gesagt, wir haben uns mit Eierlikör, haben uns zu Eierlikör entschieden und Schokostückchen. Und die habe ich mir noch ein bisschen klein gemacht, weil die ich zu Hause hatte, die waren einfach ein bisschen zu groß. Was ist das denn? Ah! So ein Rasenmäher. Genau. Immer schön gerade ziehen. Nee, das ist wie ein Husqvarna. Nee, ich glaube, bei Husqvarna gibt es jetzt nichts mehr. Geil. Ich will auch sowas. Das gibt Bitcoins. Ja, das gibt Bitcoins. Von welcher Marke hast du das geholt? Lustig. Also, Sahne schlägt. Wir haben schon unsere Sachen gesammelt. Was fällt dir ein als Alternative zum Eierlikör noch, mit dem man so eine Erdbeerwolle verfeinern könnte? Vanille? Ja, vielleicht auch so ein Irish Cream-Likör. Vielleicht auch so ein Kokosnuss-Likör. Könnte ich mir auch vorstellen. Das ist für alle, das sind wir jetzt natürlich sehr in die alkoholische Richtung abgedriftet. Nicht mit Kindern. Aber für die Erwachsenen vielleicht. Ja, das sieht gut aus. Ja, Kam. Falls ihr übrigens mal ganz leckere Liköre haben wollt, unsere Carmen stellt die alles selbst her. Hätte ich da früher dran gedacht, Carmen, wäre ich sicherlich auf dich zurückgekommen. Und der Carmen, was würdest du empfehlen? Was passt gut zur Erdbeerrolle? Vielleicht gibt es auch so einen Haselnusslikör und dann machen wir ein paar Nüsschen rein. Ja, ich sehe schon, wir können das Ganze über Erdbeerrolle packen. Mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ja, gerade? Brauchen wir das. Brauchen wir das, genau. Was kommt da noch rein? Erdbeeren? Kommen die in die Rolle mit rein? Dann können wir die ja schon mal. Genau, die können wir schon ein bisschen vorbereiten. Schau. So, ich guck mal nach der Biskuitrolle, dass die auch gar nicht dunkel wird. Ja,
Ihre Wolke schneiden? Scheibchen oder Eckchen? In kleinere Stückchen, dass es sich gut rollen lässt. Das ist egal, Hauptsache Platz. Genau. Sehr schön. Aber ich könnte Erdbeeren wirklich so reinsetzen. Habe ich als Kind auch immer gerne geliebt. Auf die Felder gehen, frische Erdbeeren pflücken und dann mit einem kleinen Körbchen rausgehen und einen Bauch voller Erdbeeren. Weiß nicht, darf man das überhaupt? Bestimmt. Ja, also Erdbeeren. Wo du gerade eben oben dieses Grün abmachst, kannst du dich daran erinnern, dass wir mal vom Baby ein Obstmesser-Set hatten? Ja, das war der absolute Reißer. Hast du es noch? Ja, irgendwo habe ich es noch. Ich fand das immer ganz interessant, wenn mein Patenkind da war, weil das Messer war halt auch für Kinder gut geeignet. Ja, ich weiß noch ganz genau. Und dann haben wir am Ende, ich habe mich sogar erzählt, eine Kollegin hat einen Aufruf gestartet. Wer hat noch von diesen Obstmesser-Sets? Die sind in meinem Kindergarten der absolute Reißer, weil jedes Kind braucht so ein Set. Es gibt schon so ein paar BB-Klassiker. Habt ihr auch irgendwas von BB zu Hause, was ihr heute nicht mehr irgendwie erklären wollt? Für mich ist es der Popcorn-Maker. Oh ja. Ja, aber er ist relativ jung mit Bartons. Das Messlöffel-Set. Ja, das muss man auch haben, ist auch ein Klassiker. Es gab auch früher so Ölsprüher. Damit konnte man dann sparsamer Öl sprühen. Da kann ich mich noch dran erinnern. Das lief auch immer sehr gut. Ja, generell immer die Starter-Sets. Vielleicht könnt ihr euch auch noch dran erinnern. Ne? Einkaufsguide war immer so ein Muss. Der Kalkulator. Auch immer noch ein gern gesehenes Tool für alle, die nicht die App haben. Es ist auch manchmal ganz hilfreich, wenn man nicht unbedingt am Regal stehen will und abscannen. Man hat ja auch nicht überall Empfang, da kann man das eigentlich auch sehr gut machen. Brauchen wir noch mehr Acker? Ja. Ja, Carmen schreibt alle Geschmacksrichtungen. Volunder. Oh. Kennt ihr das Rezept Hugo-Rolle aus der WWF? Mega lecker. Ja, aber nicht so lecker wie unsere Erdbeerrolle. Nein. Unsere Zebra, Mal gucken, ob wirklich ein Zebra draus wird oder ob die am Ende sagt, nee, halt, das müssen wir nach innen drehen. So, vielleicht ist dein Lippchen voll. Ja, noch mal. Ich denke mal, so eine Erdbeerrolle, also besser gesagt so eine Frischrolle, gibt auch eine schöne Grundbasis für jeden Kuchen den Sommer über. Michaela hat so ein bisschen bei sich auch schon mal im Garten geguckt. Ja, purer Schnee. Mhm. Könnte man auch im Winter eine Schneerolle machen. So. Da fange ich mal an mit dem Eierlikör. Und meine Damen aus meinem Sportkurs wissen, dass ich im Zählen ganz schlecht bin. Eins. Und noch eins. Ich glaube, da ist ein Muster dahinter. Also eins habe ich jetzt mehr. Oh wei. So, ich will das jetzt. Nur im Sportkurs ist es natürlich wahrscheinlich für die Teilnehmer nicht ganz so lustig, wenn du dich verzählst. Ne? Und sie müssen 20 Mal statt einmal machen. Das liebe ich ja auch immer, ne? So, wenn man so runterzählt, ne? 8, 7, 6, 6, 6, 6. Oh Gott, hör doch bitte auf. Das ist nicht lustig.
Oder mitzählen, das liebe ich auch immer, ne? Wenn nicht mitgezählt wird im Sportkurs, dann macht der Trainer oder die Trainerin als weiter. Michaela, hast du noch eigentlich andere Sportkurse in Planung? Finde ich mal gerade ganz spannendes Thema. Ja, im Moment ist ja etwas schwieriger, weil ich noch in Sportverbot bin. Das dauert noch ein bisschen. Aber ja, ansonsten, ich bin ja mittlerweile der absolute Walk 15-Fan, weil es für mich einfach, es macht mir einfach am meisten Spaß. Ne? So eine Mischung aus Bauchbein, Po-Aerobic. Mhm. Ja, und sobald wir dann wieder mehr vor Ort sein können, denke ich, werden wir das auf jeden Fall auch wieder ausbauen. Und bei dir? Also, ja, Walk 15 ist auch genau mein Thema. Was ich jetzt gerade auch sehr spannend finde, das gibt es bei Michaela schon, Kurse mit Walk 15 in Kombination mit so, ja, Sport-Fitness-Gerätschaften, so Hanteln, Therabänder. Mhm. Ich habe jetzt mal bei mir im Fitnesskurs gefragt, wer da Lust drauf hätte. Begeisterung war, ja, wollen wir alle haben. Dass man quasi Walk 15 nochmal kombiniert mit ja, mehr Gerätschaften, die man möglicherweise sowieso zu Hause hat, aber vielleicht einfach nicht nutzt, weil man irgendwie denkt, ach, jetzt stelle ich mich da allein nicht hin und hantel da rum. Aber vielleicht in so einer Gruppe mit ein bisschen Musik dabei. Also, seid gespannt, wird es in den nächsten Fitnesskursen bei mir auf jeden Fall auch noch ein bisschen Unterstützung mit Gerätschaften geben. So, das ist zumindest. So, während Tim noch schnippelt, mache ich jetzt hier mal den Tisch so ein klein wenig feucht. So, guck mal, die ist so schön, die Deko. Die Deko. Und klebt mir auf den Tisch ein Backpapier. Ich hätte das gerne so rum. Das ist ein guter Trick, ne? Tisch nass machen. So. Ja. So. Jetzt muss ich nur gucken, wo ist denn mein Handtuch? Hast du ein Handtuch? Ja, ich habe mehr als eins. So, ich habe immer die Schürze. Da habe ich eins. So, jetzt mache ich mal gerade den Backofen auf und guck mal, ich würde sagen, das ist goldgelb. Achtung, jetzt nehme ich dieses angefeuchtete Papier und lege das einfach oben auf meinen Biskuit drauf. Unseren Biskuit. Ja, du hast recht. Alles gut. Willst du? Genau. Und jetzt mit. Schwupp. Und wie ihr seht, nicht wie geil. Nicht ganz so zimperlich sein. So, das mache ich weg, dass wir ankommen. So, jetzt wird es auch wieder ruhiger. Die Seiten habe ich jetzt Glück, die stehen schon nach oben, ansonsten könntet ihr die so ein bisschen raus. Sollte euer Backpapier nicht richtig abgehen, könntet ihr natürlich auch noch mal mit einem feuchten Lappen drüber gehen. Und da ist es schon. Ja, das könnte ein Zebra sein. Ich glaube, man sieht es. Natürlich ist das ein Zebra. Wenn man es rollt, vielleicht sieht es dann. Gut. Also, du gönnst mir die Außenseite. Wir können das. Wir gucken mal. Machen wir so. So, das heißt, wir müssen es jetzt noch einmal drehen, damit wir es befüllen können, ne? Mhm. Oder willst du. Ja? Mhm. Aha. Überleg, wie wir es drehen, ohne dass es uns bricht. Hast du, halt mal das Papier, warte mal, Papier halten. Und der, vorbei. Und dann drehen wir es ja, so rum. Ja, darum. Okay. Okay, guck kurz weg. Eins, zwei, drei. Huppala! Ja, perfekt. So, und wenn wir jetzt Glück haben, das geht ab. Das wäre auch eine schöne Seite, ne? Ja. Jetzt haben wir es gedreht, alles ist gut. Wenn ihr jetzt zu Hause das nachmacht, lasst ihn auskühlen und dann kann man ihn auch direkt befüllen. Das machen wir jetzt auch. Ich tue mal ein bisschen Zeit überbrücken und guck mal, was hier noch so kommt. Genau, spül doch schon mal vor. Jetzt nicht mit Eierlikör. Nee. Haben wir nicht. So, jetzt kommt natürlich noch was in der Flasche drin. In der Flasche ist noch was drin, die können wir später noch
Ein Bicheln. Ja, nee, wir haben ja heute Abend noch was vor. Stimmt, 19 Uhr. 19 Uhr. Haben wir noch eine Kickstart-Session? Frage? Oh, ja. Danke, Christa. Voll, ja, Megakünstler. Gut, ist jetzt noch ganz schön warm, ne? Was machen wir da jetzt? Du könntest schon... Haben wir was einstudiert? Du kannst jetzt vielleicht die Erdbeeren schon drauf verteilen. Sollen wir die Erdbeeren, kommen die denn in die Creme oder kommen die Creme auf die Erdbeeren? Wir können die Creme auf die Erdbeeren machen, dann kann das noch ein bisschen auskühlen in letzter Zeit. Dann sortiere ich schon mal die Erdbeeren hier drauf. In welchem Muster? Aha. Zebra-Muster? Jetzt machen wir Zebra. Jetzt machen wir Leopard. Einfach nur, aber querbeet, ne? Ja, ja, das siehst du ja später dann eh nicht mehr. Naja, wenn man die Stücke in Scheiben schneidet, könnte es sein, dass man da vielleicht dann irgendwelche Botschaften erkennt. So. Das kann man eigentlich auch schneller machen. Das muss man nicht so, oder? Das geht nicht sofort kaputt. Während Tim verteilt, ich habe vorhin den Eierlikör reingetan und gleichzeitig auch die Schokosplitter. Ne? Das könnt ihr, die sind optional, die könnt ihr natürlich auch gerne weglassen. Das ist, wie ihr kreativ sein wollt. Wie viele Stücke gibt die Rolle für den Klassiker? Eins, zwei. Also ich habe es berechnet auf 20. Für mich ist das realistisch. 20 Stücke. Würde man das aus der Rolle kriegen? Ja, oder? Mhm. Ich dachte, wir hätten vielleicht 4. Nein, aber tatsächlich, also, wenn ein Stück 2 cm lang ist, dann, nee, 1,5, ja gut, 2 cm, dann würden es, wie sind das, 50 cm? Ach, ich bin immer so schwer bei so Zentimetern. Naja gut, aber 20 Stücke könnten es werden. Also ich habe es berechnet auf 20 Stücke und ich bin ja im Team Lila, dann hat ein Stück mit Vollzucker, also nicht reduziert mit Erythrit 4 Smart Points. Na, dann werden 10 Stücke draus, würde ich sagen, oder? Ja. 8 Punkte geht auch noch. Ja, ich habe auch heute noch keinen Smartpoint verbraucht. Ich auch nicht. Extra. Doch, ich hatte Mandeldrink in meinem Kaffee. Stimmt. Okay, Korrektur. Keinen. Erwischt? Ja. So ist sie mit dem Ziel, ne? Hier, ja. Wir haben, ja, und genauso macht es auch mit dem Kaffee. Ein Schlückchen Eierlikör in den Kaffee. Sieht gut aus. Sieht echt toll aus. Ja. So, Erdbeeren halt, ne? Da haben wir jetzt noch nicht viel gemacht. So, bis an Rand. Mein Tipp ist auch, füllt sie nicht zu viel. Wenn man sie dann zu viel füllt und man hat vielleicht noch keine Biskuitrolle gemacht, dann ist es auch ein bisschen schwieriger mit dem Eindrehen. Deswegen haben wir jetzt auch ganz bewusst nur eine Flasche von der Creme Fine geschlagen. In der Einkaufsliste stand 2, weil man dann ja vielleicht auch noch außen ein bisschen dekorieren kann. Aber da können wir uns ja gleich nochmal eine Portion schlagen. Wir schlagen uns eine Runde, ne? Genau, weil dekoriert wird ja auch noch. Ja, gut. Ja, wenn du möchtest, muss aber nicht. Ich meinte, das war ein Wortspiel. Wir schlagen uns eine Runde, die hauen uns ja nicht. Bin ich ganz frech und mach das einfach mal drauf. Du hast doch recht, genau richtig. So, die Sahne, man könnte sie gegebenenfalls auch, also strecken mit, was wäre deine Empfehlung? Joghurt würde zu weich werden. Da musst du mit Gelatine arbeiten, ja, würde aber funktionieren. Würde mit, genau, Gelatine oder Agar-Agar als Alternative wäre auch noch eine Möglichkeit. Dann würde die Rolle auch vielleicht etwas fester werden, wenn sie vielleicht irgendwie längere Zeit über am Buffet steht. Ja. Hatte ich überlegt bei der Füllung, aber ich habe dann ja gedacht, wir essen die ja jetzt direkt, ne, im Anschluss an das Video. Genau, wir und unsere 18 Freunde. Genau. Ja, kommt alle vorbei, hier. Es ist gar nicht so schwer zu finden, zu Michaela. Ich habe es sogar auch geschafft. Ich habe kurz noch bei den Nachbarn geklingelt. Die mit den Hühnern? Nein, ja. Die hatten, da war keiner da. Ich kannte das Auto nicht, ich war ein bisschen irritiert. Ich habe gerade gesehen, Florian ist dabei. Hallo Florian. Ich hoffe, dir geht's gut. Das ist ein ehemaliger Teilnehmer von uns. Ach. So. Wer sich alles hier zeigt, das ist schön, euch zu sehen. So, bringt doch einfach einen Kaffee vorbei. Eierlikör haben wir schon, Kuchen haben wir auch gleich. Ja, Ilona kommt. Sehr gut. Ja? Du kennst die Adresse? Ja, Ilona, natürlich kennt ihr die Adresse. So, Tim. So. Du, ich.
Ah, die Aufgabe ist jetzt, das zu rollen. Wir verabschieden uns schon mal. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also. Mache ich das richtig so? Muss ich da irgendwie finden? Du darfst nur das Papier mit aufwiegen. Ansonsten ist alles egal. Ach. Jetzt da ein Trick. Hier. Wo muss denn die Kurve werden? Die Welle. Oh, das ist die perfekte Welle. Das ist die perfekte Welle. So, ich bin ja ein Surfer, ne? Deswegen ich da voll. Mach ich das gut? Gut so? Wahnsinn! Da kannst du das sehen. Man sieht es auch richtig gut von vorne. Das Einzige, was passiert, wir wickeln das W jetzt ein, aber das ist nicht so schlimm. Das ist ja sowieso nicht so schlimm geworden. Jetzt wird es wirklich zu einem Zebra. Perfekt. Boah, das ist voll der Oschi. Ich freue mich. So, und das kannst du jetzt elegant auf eine schöne Tortenplatte gleiten lassen. Ja. Ja. Ich würde vielleicht irgendwie so wie man sich wundert. Ganz flachpumpe. Was runterrollen. Und jetzt mache ich das wie so der Zauberkünstler. Ne? So. Man sieht das weh. Guck mal, wie schön. Boah, das ist mal eine Rolle. Ja. So. Man hätte ganz viele kleine WGs machen können. Boah. Boah, ich hab gerade eben was von der Creme probiert. Boah. Ja. Boah, schön, schön, schön. So, wir sind fertig. Jetzt können wir noch ein bisschen. Streifige Schokoröllchen. Darf ich da noch von den Erdbeeren reinbringen? Ja. So, jetzt ist auch der Krach wieder vorbei. So, damit wir gleich noch ein bisschen verzieren können, habe ich einfach noch ein bisschen vom Crème Fine angerührt. Und heute verwenden wir dank Ilona mal einen Einmal Spritzbeutel, den ich jetzt auch fülle. So, ja. Ich bin doch schon der Spritzprofi. Ich hab doch schon beim letzten Mal so richtig schön Dubbe. Dubbe gemacht. Dubbe gespritzt. Tüpfchen. Tüpfchen, ja. Wollen wir wieder Tüpfchen machen? Hm. Möchtest du Tüpfchen machen? Ah, Hilfe! Ich war auch eben, als Tim noch nicht da war, mal im Garten und habe ein bisschen was an Dekoration geholt. Unter anderem auch von unserem Lavendel. Der ist ungespritzt, den kann man da auch sehr gut für verwenden. Ingrid schreibt gerade, bei 20 Stück wird ein Stück echt dünn. Ja, okay. Karin schreibt, die muss ich echt mal nachbacken, sieht super aus. Mm. Wenn du 15 Stücke drauf machst, wenn ich richtig gerechnet habe, hat jedes Stück 6 Punkte. Das ist doch super.
So. So. Soll ich? Du sollst, ja. Soll ich dir aber schon mal Pistazien gibt? Oh nein, das wird schön. Das hätte ich so schön nicht hingekriegt. Da sind mal Duppe. So. Das dann ist jetzt quasi jetzt so der dekorieren. Kamm vom Zebra. Genau. Ich soll jetzt dekorieren. Mhm. Oben drauf oder neben dran? Dekorier mal richtig, da ist ja genug. Soll ich die abmachen? Kannst du ruhig dran lassen. Die Sachen sind auch alle ungespritzt. Und wenn wir die gleich essen, dann können wir die einfach. Oh, sieht das schön aus. Ich glaube, das sieht schön aus, wenn du es dran lässt. Ja, ich glaube auch. War das so dein Plan? Nee, sieht toll aus. Zwischenzeitlich, ich habe die Woche Macarons gemacht. Und habe da noch welche übrig. Und da befülle ich jetzt einfach so ein paar Hälften. Und die kann man schön noch mitdekorieren. Das ist dieses französische Spritzgebäck nach diesem französischen Präsidenten benannt. Ne? Ja. Und das Tolle ist, es ist ein Rezept aus der WW-App. Wenn ihr das eingeht, dann kommen ganz, ganz viele Rezeptideen. Und ich habe einfach das erste gewählt als Tipp, weil ich nicht genau weiß, wie es heißt. Das ist das mit den roten Macarons. So. Kann man vielleicht rechts und links irgendwie hinlegen. Och, sieht das toll aus. Das ist traumhaft schön. Man mag es gar nicht essen. Das muss man im Stück genießen. Tim, wenn es irgendwann mal mit WW nicht mehr funktioniert, dann werden wir Bäcker. Ach so, das meinst du? Ja. Allein schon, weil wir den Kuchen selbst gerne so. Ja. Wir werden unsere besten Kunden. Ich fürchte auch, ja. Ich habe die Geschichte von der Eisdiele habe ich euch schon erzählt. Ich habe meine Eisdiele gearbeitet. Ich habe mir selbst meinen Führerschein finanziert. Als bester Kunde. Das kann ich mir gut vorstellen, weil ich weiß noch auf der WW-Cruise. Oh ja! Oh, was haben wir Eis gegessen? Oh, das war toll. Ja. Und das war so richtig schön, auch so tapiertes Eis in Form einer Blüte. Da kam ich auch noch dran. Das war ein Kamm, das weiß ich nicht. Das war echt mega schön. Ja, was wir schon alles, wo wir schon überall rumgekommen sind. Mm. Ne? Wo würdest du, wenn du eine Cruise machen könntest, wo würdest du da gerne hinfahren? Oh, wenn ich es mir aussuchen, mit WW oder als WW-Cruise? Oder ja, ich würde sagen als WW-Cruise. Mm. Ja. Wobei es natürlich da die Gefahr besteht, wir haben ja dann so viel Action an Bord, wir verpassen alles. Also würde ich sagen, da macht man dann nur so eine Transreise. Und Transreise meint, von über den Atlantik oder über den Pazifik, wo es nichts zu sehen gibt. Das wäre die perfekte WW-Cruise. Mhm. Okay, wenn du eine eigene Cruise machen würdest, was würdest du dann am liebsten tun? Und dann würde ich natürlich nach Amerika fliegen, was ja jetzt dank Corona nicht machbar wäre, aber theoretisch. Und dann würde ich von da über Hawaii die ganzen Inseln mir anschauen. Oh ja. Das ist was Feines, ne? Mm. Und dann noch ganz weit. Galapagos-Inseln würde ich mal gerne sehen, muss ich ganz ehrlich sagen, mit diesen ganzen Tieren. Und dann machen wir Galapagos-Finken-Rolle und Galapagos-Echsen-Rolle und wir widmen jedem ein Stück Kuchen. Eine Torte. Oh Gott, hatte ich beim letzten Mal schon gekauft, da haben wir es nicht gebraucht. Jetzt möchte ich das unbedingt jetzt gerne mal. Jetzt möchten wir unbedingt mal noch ein bisschen Glitter hier. Oh. Oh, das ist ja echt schön. Weißt du, was mir da einfällt? Was dann? Das ist echt schöner Glitter. Den mache ich mir mal so ein bisschen hier in die Hand. Und dann nehme ich... Guck mal, dann glitzern die noch. Frauen und Glitter. Oh, die glitzern. Oh, wie schön die glitzern. Oh Gott, die sind echt wunderschön. Seht ihr das? Seht ihr das glitzern? Hätte ich jetzt einen Pinsel hier, würde ich das dann vielleicht auch mit dem Pinsel noch so ein bisschen. Oh. Ich hab's abgefilmt. Wie gut, dass ich eine Schwäche im Zählen habe. Ich kann jetzt nicht so schnell runterschauen, die ist schon lecker. Wahnsinn, sieht die lecker aus. Ja, hattest du noch bei der Deko, hattest du noch irgendwelche. Wir haben ja noch Pistazien. Mhm. Wie sollen wir die trapieren? Soll ich die knacken? Die
Wie du möchtest. Dann brauche ich ein Brettchen. Guck mal da hinten. Tausche mal die Seiten. Dann kann ich nämlich hier die Seiten. Ich habe noch ein bisschen von der Rama Crème übrig. Dann würde ich das hier nämlich. Boah. Siehst du mal hier, wo die Prioritäten sind. Ich habe versucht, die Enden zu füllen mit Erdbeeren. Aber Michaela füllt die Enden natürlich damit. Also Tim, beim letzten Mal habe ich schon, da hatte ich so Glücksgefühle, weil das sah so schön aus und die war so mega lecker. Aber heute, wenn ich die sehe, die werden ja immer besser. Ja, und ich finde auch geschmacklich. Geschmacklich. Ich habe ja gerade eben schon von der Creme gekostet. So, diesmal wollen wir keine Schleuder, ne? Und das ist die Geburtstagstorte für unseren Tim, weil der nämlich die Woche Geburtstag hat. Also? Na, also Happy Birthday to me. Nicht fragen, wie alt ich geworden bin. Macht man ab einem gewissen Alter nicht mehr. Ich glaube, Facebook verrät das aber wahrscheinlich sogar auch, oder? Kann man das irgendwo bei Facebook einstellen? Mhm, du kannst einstellen, dass man es nicht sieht. Achso, dass man es nicht sieht. Kann man auch das falsche Datum einstellen? Oder ist dann Ärger mit Zuckerberg oder wie sie alle heißen? Wow. Jetzt sitzen wir noch eine Viertelstunde andächtig vor der Erdbeere. Oh, jetzt mach da oben drauf. Ein Traum. Moment, wir sehen gerade aus wie so diese Engelchen da, aus diesem Leonardo da Vinci Deckengemälde oder so. Oh, ist das schön. Guck mal. Boah, ich möchte einfach nur noch essen. Und mich danach nie wieder bewegen. Nein! Sport müssen wir natürlich dann machen, um das wieder abzutrainieren. Oder ordentlich Punkte einsparen an anderer Stelle. Aber wie gesagt, wir haben heute noch schon Punkte gespart. Hm. Wir müssen jetzt erstmal ein Foto machen, bevor wir das Ding ruinieren, oder? Du junger Hüpfer, guck mal, Tina. Danke, Tina. Ich glaube, es ist ernst, wenn du das so schreibst. Bin ich mir ganz sicher. So. Unglaublich. Ich bin wirklich so stolz. Ich hatte auch ein bisschen Panik, dass sie zu lange drin bleibt, weil wir uns verquatschen. Aber die... Sie hat mich immer so ein bisschen angetrieben, ne? weil wir zwei sind ja wirklich prädestiniert dafür, dass wir uns verquatschen. So. Das sind wir. Fotos findet ihr dann später auch. Und jetzt muss ich mal gucken, wo drehe ich denn die Kamera? Oh Mann, ey. Das ist echt mega. Die Fotos könnt ihr dann später natürlich auf Instagram, in der WW-Community, wo denn noch bei Facebook, auf unseren Seiten sehen. Und... Ja, wir werden... In der Zeitung. Ihr müsst gucken in die Zeitung. Die Leute werden darüber schreiben. Das ist aber echt mega schön. So. Nimm mich ja, du darfst ruhig draufbleiben. Alles gut, alles gut. Wir werden gleich noch ein paar Bilder machen mit der Torte. Wir wollen sie doch anschneiden, oder nicht? Ach, wollen wir das jetzt direkt machen? Oh. Ja, na klar. Okay. Oh Mann, ey. So, Michaela, ich möchte dich auch nochmal mit Torte... Stimmt, das Bild kenne ich nur vom letzten Mal. Sehr cool. So. So, jetzt kommt's. Mein scharfes Messer. Oh. Warum seid ihr so klein geworden? Guck mal, da hinten. Wenn du auf das Bild gehst. Da. Ja, da, genau. So. So. Wie schwarz bist du? Jetzt? Soll ich? Du musst. Guck mal her. Auf das Ups. Ich schneide jetzt das erste Stück ab. Das kommt auf die Seite, weil das ist immer so ein bisschen nicht ganz so schön. Für euch soll es ja besonders sein. So. Ich hab gerade, das gehe ich jetzt. So. Du kriegst doch ein schönes. Es ist doch noch ein schöneres Stück. Die Geburtstagstorte. Ja, und jetzt... Ich weiß, es kommt gleich in den Kommentaren, wenn ich sie so groß schneide, dann gibt es natürlich keine 20 Stück. Hallo, ich bin ja auch ein Großer. So. Boah. So. Genau. Happy Birthday to me, würde ich dann sagen. Schaut mal, so sieht's aus. Oh, sieht toll. Ja, echt gut geworden, Michaela. Haben wir gut hingekriegt, oder? Würde ich sagen. Absolut. Dürfen wir abwaschen? Ja.
So, und das ist jetzt dann für dich und das für mich? Genau. Es war schön mit euch. So, wir müssen jetzt noch einmal reinprobieren. Einmal reinprobieren, bevor wir Tschüss sagen und uns dann in den, euch in den Feierabend verabschieden oder ins fröhliche Backen. Wir haben noch keinen neuen Termin für das nächste Backen. Aber mal gucken, was wir als nächstes so tun werden. Bleibt auf jeden Fall auf dem Laufenden. Es wird auf jeden Fall eine Wiederholung geben. Und probieren wir mal. Und schreibt uns gerne bitte immer jederzeit in den Kommentaren, wie euer Backvergnügen mit der Rolle war. Oh, Wahnsinn. Ich finde ja auch, so eine Biskuitrolle, wenn die noch so ein bisschen zieht, dann wird die ja nur noch besser. Ich fürchte aber, diese Rolle wird nicht erleben, die nächsten Stunden nicht überleben. Wir machen uns her über dieses Zebra, wie die Hyänen. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Danke, Michael, dass ich bei dir dabei sein durfte. Danke für den Kuchen. Gerne. Danke, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ja, danke. Habe ich gerade eben auch hier gelesen. Hat Spaß gemacht. Uns auch. Ich bin im Kuchenhimmel. Liegt vielleicht auch am Eierlikör. So, das ist Michaelas Küche. Du sagst Goodbye und ich drücke wieder auf den Knopf. Okay, dann war es schön, dass ihr da wart. Kommt beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder und macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.